so, ja, ich gehe jetzt raus und eine Katze ballert erst zu Creepy weg und dann mich. Also man muss dazu sagen, den ersten, der den Giftpfeil abbekommen hat, ich weiß nicht genau, wen ich da getroffen habe, ich glaube, das war Creepy, der hatte den absoluten Luckshot des Jahrhunderts, across der kompletten Ding. Ich war oben am Projektor und baller dem das Ding in die Fresse. Der hat den absoluten Luckshot abbekommen. Was ich ja geil fand, ich wusste bis gerade eben, wie ich tot war dann eben. Ja. Guck dir ja mal die Waffe an, wie die heißt. Nicht, dass Katze es ist, bis ich halt mal in die Konsole geschaut habe. Guck doch mal, wie die Waffe heißt, Creepy. Weil man sieht ja wenigstens, wer ihn ja geschossen hat. Hier. Okay. Detectives. Hast du gesehen? Ich geh jetzt mit Katze mit, weil ich hab keinen Bock jedes Mal, dass du dich hier drin verkämpfen. Das ist gut so, aber jetzt bist du bestimmt Traitor. Nein, ich bin ja nur. Ich fahr draußen mit den Autos so. Ich warte auf deine nächsten Mordanschlag. Ich bin auch cool. Wollen wir nach der Runde mal mitwechseln? Ja, dann kann ich auch aufnehmen, wäre gut. Jo. Schau mich nicht so an. Ich glaube, ich habe jetzt einen Part vor das fast einer Stunde. Schaden. Ja doch, der Part ist fast eine Stunde lang. Scheiße. Schon mal das Wort schneiden gehört. Das machen die Juden oft. Ja, ich... Ist Katze schon tot? Ist es so still? Nein, ich bin nicht tot. Ich bin hier bei ihm. Wie? Oh, jetzt ist was? Katze tot. Nein, Roddick! Hallo, ich hab dich ich hab Angst. Guck mal nach unten. Hallo. Nicht geblockiert. Alter. Brave Katze. Katze ist die tot. Die schießen auf mich. Katze ist tot. Schießen auf mich. Ich krieg die Spinne nicht mehr aus Optimus Prime. Geht weg, geh 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 weg. Warte, ich bin noch dabei. Ist die erlaubt, der ist mir viel zu nah. Müsste ich glaube, die Katze nicht eigentlich Gappi heißen? Und tschüss. Der hat eine Nate geworfen. Der nimmt einfach eine Nate, Mann. Leute, ich bin in Optimus Prime drin. Hilfe. Kann jemand jetzt bitte aufpassen? Oh Gott. Ich will der wirft einfach eine Nate. Ich kann nicht aussteigen. Roddick hat einfach eine Nate geworfen gehabt. Du hast das unten gesehen. Ich hab den jetzt umgebracht. Ich hab ihn nicht geproofed, aber ich hab ihn umgebracht. Er hat einfach eine Nate geworfen. Ja, dann proof ihn. Warte, muss ich wieder hochlaufen. Oh, Alter, im Spiegel sieht man sich. Das ist ja mal abgefahren. Wow. Daniel, ihr seid schon wieder in so einem Kinosaal drin, oder was? Ich kann ihn nicht proven. Der ist nicht mehr da. Ja, komm. Meine die Leiche ist weg. Auflade-Animation. Rico, die war oben. Du siehst das Blut nur noch. Ja, ich guck mal. Ja, ich bleib hier unten. Ich kann keine Fremdsprachen, kann man nicht. Nein. Was ist denn jetzt? Komm her. LOL! Die Leiche war gar nicht weg. Rico hat die mitgenommen! Ei. Darf ich kurz bei Rico hat die Leiche mitgenommen! Rico ist Traitor! Der hat sich wegteleportiert! Hallo. Daniel, der ist Traitor. Komm zu mir. Ich weiß. Du hast gesehen, wo ich bin. Kann ich ihn hier anschießen? Komm zu mir. Das trifft dich nicht. Ah, lol, das trifft dich doch. Sorry. Komm rein. Schnell. Du bist zu safe. Okay. Aber nicht Roddick soll rein. Wenn Roddick reinkommt, dann wird er sterben, habe ich schau gedacht. Mal in den Spiegel und sieh das Geheimnis an der Wand. Oh. Hm? Spiegel. Hast du da keinen Spiegel? Doch, hier. Den da? Im Hintergrund dieses, wie Roddick vorbeigefahren ist. Mein Spiegel übrigens immer solche Einschusslöcher. Du kannst es nicht da drauf sprayen. Spray's mal irgendwo, wo man es im Spiegel sieht. Ich habe nämlich dein Spray noch nicht gesehen. Ich back gerade hier hoch. Echt nicht? Hey, kann man eigentlich irgendwie Leichen verschwinden lassen? Die Leichen sind jetzt beide weg, die hier oben lagen. Nein, siehst kann man du auch nicht. Da lag ja zweimal diese Maxi-Leiche. Die im Spiegel. Ich will da nicht mehr bleiben. Kopf gegen die Decke, wenn ich so hoch springe. Ja. Bin ja auch. Ja, lol. Spiegel. Was ist denn das? Oh, da? Was? Dein ist das Mädchen. Bleib hier. Roddick hat gerade eben angefangen, auf den Mate zu schießen. Halt die Klappe, wir haben's gesehen. Was habt ihr gesehen? Oh lol, Daniel! Wuhuuu! Ja. Wo warst ich finde du? Das. Du hast mich ich wollte nicht so hart vorstoßen. Ich eigentlich auch nicht, aber naja, ich hab jetzt hier meine Second Chance aktiviert. Ja! Super, Second Chance gegen Traitor mit Waffe, läuft. Wir kommen das ja nicht mal fair, hier. Was ist fair? Rematch. One on one, dir gebe ich! Er verbrennt erstmal zwei Leichen, fragt dann, ob man Leichen verschwinden lassen kann, als Apfelkopf. Nein.
Also man muss mal eine Sache dazu sagen. Das war super geil, wie Rico sich umbringen lassen hat. Das war toll. Das hat funktioniert halt. Letzte Runde jetzt, oder? Irgendwie wirkte das so, als würden die Schüsse tatsächlich von hinten kommen. Deswegen habe ich nicht auf dich geschossen. Ich will auch eine Waffe. Geht rein. Ja, Raffel, bleib so. Wir haben den Mobbingkreis. Ja, okay, gut. Aber ich will danach auch eine Waffe. Oder du gibst mir dann eine Traitor-Waffe, je nachdem ich mir kann. Ja. Aber ich könnte dir dann eine Traitor-Waffe geben. Das sage ich dir jetzt schon. Nur wenn ich Traitor werde. Locker. Aber der boxt mich vielleicht, also gib ihm bitte einen Headshot, wenn es geht. Und gleich kommt eine Jihad und wir sind alle... Ich bin Detective. Okay. Darfst du. Just a prank. Ich hab nichts gesehen. So, ich bin Detective. Wenn jemand den anderen abschießt, dann stirbt er. Okay. Auch ich? Nee, du nicht. Nice. Das ist aber unnötig. Was hast du da? Ist das nur eine Crow? Hey. Boom. Daniel, ich hab ein Geschenk für dich. Error. Hallo, Creepy. Hä? Was ist das? Ja. Creepy antwortet nicht und hat, glaube ich, einen umgebracht. Wer hat wen umgebracht? Der Creepy hat hier einen umgebracht. Ich hab niemanden umgebracht. Nee, das war ich, der den umgebracht hat. Ja, woran ist das? Ich sehe euch alle. So gut wie nie. Die Aim-Brille. Auf jeden Fall. Alter. Das ist eine VR. Was tust du da? Der Typ hält viel aus, Alter. Ja? Jetzt habe ich keine Schüsse mehr. Nein, stopp, weh, du. Okay. Ich weiß. Raffel, der schießt auf mich. Ich hab nichts ausgerüstet, jetzt lass mich. Die Waffe ist broken. Bananabombe. Was war das denn für eine Runde? Er weiß selbst, dass es nicht gut war. Da hört man einfach nur. Und dann Krabatz. Und dann respawn ich auch noch am selben Punkt. Gut, dann würde ich sagen, was das für Let's Play? Das war's von Let's Plays, keine Let's Plays. Ja, genau, keine Let's Plays mehr, alles zerstritten. Ich würde sagen, haut rein, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Bin was reinhauen. Tschüss. Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde TTT zusammen mit dem Roddick, dem Jumpback Frosch. Frisch? Fisch? Du bist ein Fischi? Einem gewissen Rico 55 oder 55? Hallo Rico. Und natürlich nicht zu vergessen, Super Raffi. Ich glaube, du hast jetzt schon mehr geredet, als wir insgesamt reden werden. Ne? Okay, genau. Töten wir ihn erstmal, damit wir aufholen können. Ich bin Traitor. Diesmal auch wieder. Raffi reimt sich auf den Arsch. Oh, Detectives. Ja, guck geil. Mal, warte. Hallo. Ah, wieder deinen Fall rausfallen. Du kannst die Pizza mitnehmen. Was soll denn das? Ich hab mich erschrocken, du kamst auf einmal um die Ecke. Ich war so voll stolz. So. Wo ist die Sache? Das bin ich gewesen. Roddick, hast du gerade auf mich geschossen? Nein. Was? Ich hab einfach den Revolver ausprobiert. Aber. Aua, jemand schießt auf mich! Aua, jemand schießt auf mich! Schießt auf dich! Warum? Weil ich das gesehen habe, wie ich auf Roddick geschossen habe. Wie ich vor seine Füße geschossen habe, meinst du? Okay. Ja. Ich bin unschuldig! Hi! Oh. Bye! Stopp, hier, Leben! Nimm den Scheiß mit! Der hat auf mich geschossen, der ist bestimmt Traitor! Ich hab grad einen Drink nach dir geworfen, stimmt. Du läufst weg. Der Detective ist bestimmt Traitor. Also Rico, du bist Detective? Cool. Wenn du aufs Haus neben dich gehst, da ist ein Schlüssel drauf, den kann man verwenden, um dann in den Raum. Ah. In ja, diese genau. Bibliothek reinzukommen. Bist du Detective oder was? Und hast du einen Haken? Da oben drauf auf dem höchsten Haus da. Hier ist nichts. Doch, da ist so ein kleiner Schlüssel oben. Ja, und werf den mal runter. Hier, nimm den Drink dafür. Das überlebe ich doch nie im Leben. Nein, runterwerfen einfach den Schlüssel, den kannst du droppen lassen. Ja, du musst da mit dem Crossbow hochfliegen. Ich jetzt, bin doch schon längst oben. Ja, komm, kannst du wieder runter mit dem Crossbow springen. Weißt du, was ich das will? Nein, ich will das nicht sehen. Wer hat denn nicht gesehen? Katze hat's auch noch nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ach nee, stopp, wir müssen da rein. Ich hab keine Reload-Animation, ich dachte, mein Spiel hat sich aufgehört. Okay. Direkt. Mensch, okay. Wer auch immer hier im Haus ist, ich hab ein Smiley gemacht. Und jetzt? Headcrab! Ja, solange die euch tötet, ist mir das egal. Ich hab's getötet, ich nehm's mit nach Hause. Oder so. Hey, guck mal. Noch ein Smiley. Hier. Oh nein, jemand hat die sexy Anime-Bitch runtergeschmissen. Wer ist hier? Wer ist sie denn? Warte, ich will das Bild nochmal sehen. Ich kann es nicht sehen. Ach, das ist eine Anime-Bitch.
Meine Anime-Bitch, ich kann meine Anime-Bitch sein. Ja. Nein, Roddick, nein. Ich bin meine Anime-Bitch. Alter, was ist das? Ich nicht in den Farbkeller. Ihr Lieben, ich seh nichts. Ich brauche einen neuen Spiegel, ich vermal mich immer. Was hast du für einen Keller, Alter? Das ist alles aus Holz. Hi. Und du bist Donald Trump, das sieht nicht gut aus. Und Jumpen die ganze Zeit zu mir. Das ist das neue Stadt-Opa-Anime und Trump. Anime. Das mache ich nur, weil ich. Gib mir den Traitor-Waffon, ich bin auf deiner Seite. Gib mir den Traitor-Waffon, ich gebe ihn auf deiner. Hallo, ihr habt nicht gehört, was ich gerade so Roddick gesagt habe. Okay. Welchen Traitor würde ich das tun, aber ich bin dein Hallo. Ende, deswegen schieße ich nur hier. Ich nehme die Anime-Bitch wieder mit. Nein! Alter, du lässt meine Anime-Bitch da! Oh shit, ich hänge an der Treppe fest. Du bist vor mir, so läuft die Verfolgungsjagd nicht, Mann. Hallo! Wow! Was denn? Er hat sich so erschrocken, er hat mal ein Level abbekommen. Nein, Roddick, schieß mich ab, Roddick. Der entführt meine Bitch! Ich hab die nicht mehr, Roddick, hör auf zu schießen, ich hab die. Wo ist meine Bitch hin? Warte, nein. Du stirbst aber jetzt, weil du mich abgeschossen hast. Nein, ich will nicht. Alter, du hast mich meine Hope wieder haben. Hey, Jump, ich hab das genau gesehen, wie du den umgebracht hast. Wer ist jetzt gestorben? Jump, ich hab genau gesehen, wie du den umgebracht hast. Komm. Okay, Raffel ist tot. Jump! Unerwartet. Ha! Oh. Wie der so ganz, denn? Ganz, ja, Jump war das. Der war so ganz sneaky hinten an dem Bach dran und schießt Ruffle ab, während ihr Battle miteinander habt. Ich hab eigentlich Roddick abgepasst, aber Ruffle war viel gesagt. Wir haben nur zusammen gespielt. Ach man! Welcher Anime-Bitch wurde überhaupt nicht super. Hab ich dich erwischt noch? Nee, oder? Nee. Alter, nee. Girl, I think you're beautiful! Das Lied ist wunderbar. Ich weiß nicht mehr, warum ich einen Ohrwurm davon hab. Ey, da fliegt ein Das hat man gerade gesehen in der Aufnahme. Da fliegt ein toter Esel. Was denn? Dass jemand gesagt hat, dass ich auf ein Teamspeak kommen soll, wenn ich nicht mehr aufnehme. Das hat man gesehen. Das ja, hat man in meiner Aufnahme gesehen, ha? Das exklusiv jemand, das bei hat, mir! Gesehen. So meine Videos! Man hat was bei dir gesehen. Steroide sind so toll. Alter. Ich kenne eine Frau, die hat mehr Testosteron als du, Rico. Ja, und ich auch. Kommt die aus du hast auch mehr Testosteron als du. Das meint man mit tägliche Steigerung. Nein. Selber Kevin. Raffel Keller. Was? Ja. Selber Kevin? Du bist auch ein Kevin. Ich bin Kevin? Wir haben jetzt extrem wichtige Geschichte zu tun. Hä, warum macht das Detective? Hallo Rico. Hi. Ich bleib beim Detective, der ist lieb. Hallo. Sagst du? Du bist ein Fischi. Und ich bleib bei Katze, damit ich überprüfen kann, dass er an den Weiß nicht, was das für eine Wache Rico ist böse, er schießt auf den Detective. Ja. Zwei Leute zielen auf mich, ist bestimmt gut, sowas zu callen. Hallo, ich guck zu. Nur zur Info, es gibt jetzt auch als Upgrade-Item eine Silenced M4. Der stand holstert dran hier, also kann ich die nicht nehmen. Also wahrscheinlich, weil ich die Hemotoxin Gun hier vom Trader bekommen hab. Ich will die da. Der ist doch sowas von. Der hat gerade vor unseren Augen die Deckung gebracht, hab den Mut zu schießen, Mann! Auf. Lass mich in Ruhe. Was seid ihr? Er hat sich wegteleportiert, was habt ihr für Probleme? Was seid ihr, what the fuck? Hallo. Ich weiß, dass du es nicht bist. Ich weiß, wer der Traitor ist. Aha. Ich hab doch ein Item von ihm bekommen. Hier ist doch die Toxin Gun. Dann nehme ich's halt wieder, ist mir egal. Die hat das sich selber gekauft, der Spacken. So einer bin ich nicht. So einer bin ich nicht. Wer hat das gesagt? Hast du das gesagt? Nee, ich schieße jetzt gleich auf dich, wenn du noch einen Schritt näher kommst. Okay, dann geh ich wieder zurück. Ich will dich nur vergiften. Oh! Danke, er hat mich wirklich vergiftet. Und du auch. Hä? Hä? Au! Hey, was soll Aua. Das? Ich bin halt wirklich vergiftet. Ja, ich auch. Ja, what the okay, fuck, okay, 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 okay. Nein, nicht cool, nicht cool. Ich hab gesagt, ich weiß, wer der Traitor ist. Wieso hat er mich gefragt? Ist das dein fucking Ernst, dass du eigentlich Traitor warst? Hey, what the fuck? Ich hab doch dreimal gesagt, ich hab die vom Traitor bekommen. Wieso hat mir niemand zu? Ja, wer würde das noch behaupten? Ich weiß, der Traitor! Ja. Ich hab übrigens die ganze Zeit No-Scope mit der AWP wieder gespielt. Ich bin halt schon ein krasser Ficker, gell? Also kann man nicht anders sagen. Wo zur Hölle bin ich? Ich bin in der Suppenküche als Suppe. Oh, ich hab die geilste Waffe. Was bist du? Du bist in der Suppenküche als Suppe? Okay. Achso, ich bin wieder draußen. Nee, halt als Nahrungsmittel. In so einem Nahrungsmittelaufbewahrungsraum. Ja, Suppe ist auch ein Nahrungsmittel. Ja, deswegen hab ich auch Raffel ist das Nahrungsmittelaufbewahrungsmännchen. Jetzt lass mich in Ruhe. Hallo, Rico. Hi. Wenn einer von uns Traitor ist, ist der andere gleich tot. Ey, wenn er nur... Er ist bestimmt
Traitor! Das stimmt, deswegen lebst du jetzt auch noch. Ich bin halt sofort weggelaufen, du bist halt zu langsam, weißt du. Hast du da drüben geshoppt? So, ich hab ein Fenster eingeschossen, heul mal nicht, bitte. Ich shopp gerade, also. Rico, hast du da drüben gerade geshoppt? Hä, was? Wann? Was, wann, wo? Oh, hey, ich bin Rico. Was ist das? Ja. Du hast mich erdacht. Oh nein. Oh nein. Dam, dam, dam. Heißt das, Rico ist es? Ja. Also, ich weiß nicht, wo du bist. Rico, oder? Sagst du selber, du bist es? Boom, ja. Boom, boom. Rodrigo, ich also weiß, wo bist du. Ich bin Traitor. Du Arsch. Ich war gerade hinter dir. Leichenschändung. Ja, ja. Sag mal, hast du nicht gesehen, wie der Schlüssel bei dir vorbeigefahren ist? Treffen, wow. What the fuck ist die Waffe? Wieso hat er überlebt? Be broken. wie Daniel broken. Einfach nur die ganze Zeit im Hintergrund existiert. Das ist der Geist von Marilyn Monroe. Ja, welcher? Von Marilyn oder welcher Marilyn? Genau. Nein, ich wollte dich wirklich nicht. Du bist einfach reingerannt. Ja, ja. Das wir rutschen auch gleich mal die Hand aus. Achso, wir. Ja, wenn uns beiden die Hand ausschmutzen, ist die Frage, wer schneller ist. Okay, ich bin für ein High-Noon-Duell zwischen euch beiden. Machen wir mal ein High-Noon-Duell für euch beiden. Ich bin Detective! Sehr gut. Ich bin in der Leck meine Glöckchen! Darf ich auch ein High-Noon-Duell machen? Ich mach gleich alleine ein Duell, wenn du so weiter machst. Okay, lass mal ein Duell gegeneinander machen, Raphael, komm her. Okay, warte, bist du auf der Straße, was hast du für eine Waffe? Eins. Was hast du? Eine Glock. Drei. Eine Diegel. Ah ja, ist fair, ist fair. Warte, wir stellen uns Rücken an Rücken. Ich hab das High-Noon-Duell gewonnen. Und was? Auf Holstadt gehst du. Also auf Random Zeit! Genau, jetzt stellen wir uns Rücken an Rücken. Oh. Roddick, musst du mal zählen von 3 auf 0 einfach. 3. Und dann laufen wir vorwärts. Warte, nee, warte, ganz kurz. Stopp. Okay, warte, wir stellen uns hier hin. Schau hier, zu dieser. Hier. Hi. Und dann läufst du bis zur Bärlaterne und ich lauf bis zur Bärlaterne. Ich glaube, mein Weg ist ein bisschen weiter. Du bist da bestimmt raus, oder? Und jetzt, wenn er. Stopp. Nein, stopp. Erst wenn er gezählt hat, laufen wir dahin. Und wenn wir dort sind, dann drehen wir uns um und schießen. Gehen auf die Waffe. Okay. Hier ist ein Riku. Gut, okay, gut. Warum ist eigentlich ein toter Riku? 2, 1, weil Riku mit mir ein Duell gemacht hat. Warum macht er denn ein Duell mit dir? Weil er Bock drauf hatte, weil ich ihn letzte Runde gerandomt hab. Wieso trifft es nicht? Weißt du? Das sieht so weit aus, Leute. Nein! Hey, warum habe ich 283 Leben? Warte mal, einer von euch beiden muss bei Trader sein, Raffi. Wieso muss einer... Ach, wir duellieren uns eh, dann. Ich hab mich mit Pico duelliert. Ich kann dich nicht treffen, glaube ich, mit der Glocke. Wie viel Leben hast du noch? 266. Scheiße. Au. Ich hab gleich keine Muni mehr in der Glocke. Ich auch nicht. Mein Gott, was ist denn der? Hä? Aber warum hab ich so viel Leben? Moment! Er ist Traitor! Er ist Traitor! Ruffle ist Traitor! Ich hab doch schnell mit dem Geschütz in der Mauer. Nein! Das ist ein Attentat. Ich hab irgendwie keinen Schaden gekriegt. Oh, das war dramatisch und witzig. Ich fand's lustig. Ich auch. Ah Gott, ich hab dich gesehen auf deinem Augenwinkel. Du bist auch so ein Augenwinkel. Wie er halt auf einmal dran steht, zuerst die ganze Zeit eine Pistole, ich drehe mich einmal um, ich guck wieder hin, er hat auf einmal Raketenwerfer auf der Schulter. Okay, Traitor! Yes, proven, Traitor! Ich hab gehofft, ihr hättet es nicht so gesehen auf die Entfernung, dann wollte ich ihn einfach abschießen. Und dann schießt du einfach auf mich erstmal. Ich hab dich auch gesehen da drin. Wehrt ihr euch einfach nicht oder spiele ich dieses Spiel mit dem Aim her hier einfach so gut, wie ich das in anderen Spielen gerne? Achso, okay. Also im Endeffekt bin ich ein Profi und ihr seid. Im Endeffekt bist du ein Pro, der immer sieht, wenn alle nachladen und dann schaust du mal ab. Also bin ich eine Abstauberkatze, hast du gesagt. Also nennst du mich jetzt bitte Catsuela. Entschuldigung. Ja, du kommst jetzt zu mir heim und dann kannst du ein bisschen sauber machen. Ich bin drin, auf voller Höhe, von daher. Sieht voll komisch aus, Alter. Ich hab so eine Pistole wie ein Schwarzer. Ich hab schon wieder keine Waffe. Bin Detective, sorry. Kannst du mir dann irgendwas geben? Du kannst dir 2 Sachen kaufen. Kauf den Crabling Rico, und willst du Jetpack. Wieder kauf mir die goldenen Diegel für mich und du kriegst... Ein Jetpack oder so. Ein Jetpack, ja. Die gibt's weiter. Rico ist Traitor, Rico ist Traitor! Der hat gerade gekauft beim Laufen. Ja, genau. Ja, nice. Alter, wie sieht denn das aus? Kauf die ganze Kanister. So, wer mir in den Weg kommt, der stirbt jetzt aus Raphael, das freut mich. Hallo, ich bin hinter dir. Wie fliegt man? Rico, komm mal mit. Wie du halt so die Drohung aussprichst, wer jetzt zurückkommt, kommst du und stirbt. Ja, ich war die ganze Zeit hinter dir. Nein, komm mal mit.
Das okay, ist schon Roddick ist straighter. Nein. Ja. Roddick ist straighter. Alter, ist man okay, schnell ich mit dem Scheiß Magneto. Ich bin wieder hinter Daniel. Okay. Warte. Schau genau hin. Ich bin ein Magier. Da ist gerade jemand gestorben. Er hat sich mit der Golden Deagle an jemanden überschossen. Warte mal, was? Jemand die Golden Deagle von. Wie ändert man eigentlich seinen Skin nochmal? Auf F3 ja. Oder so. Na, F3. Ja, könnt ihr. Raffel, du bist. Warte mal, wer lebt denn jetzt gerade noch? Daniel hat sich gerade alle Leben noch. Der Detective Mann! Ja, super! Der hat den Golden Deagle an jemandem erschossen. An jemandem erschossen. Wer von euch stand an der Tür? Ich glaube, Rico war das. Ja, Rico ist tot. Du hast Rico mit der Golden Deagle irgendwie getötet, oder? Nein, der sich doch. Ach, du bist es. Ach so, sagst du. Mann, das war jetzt ein Eigentor, Roddick. Hä? Okay. Warum soll es ich sein? Hä? Aber Rico ist doch tot. Und er hat, ja, aber ich hab nämlich getötet. Er hat mit der Golden Deagle auf Rico erschossen. Dadurch hat er sich selbst gekillt. Und da er. Da ja, aber wer hat dann Rico getötet? Du warst mit ihm in einem Raum jetzt. Ja, keine Ahnung. Nein, ich hab Rico wirklich nicht gekillt. Ich schwöre auf meine Hering. Achso, warte mal, ich muss ja. Auf deinen Hering? Ich will den Hering nicht. Oh, so ein schönes Fisch, ich glaube, was Tolles. Ja, okay, du hast meine Zusammenschlüsse gehört, also schieß auf Rodi, bitte. Das war das erste Mal, dass ich es überhaupt versucht habe, irgendwas zu kombinieren. Am Ende ist Raffi der Trader. Ich hab ein Jetpack. Nein. Ich habe alles schön zusammengefasst, okay? So viel Mühe werde ich mir nie wieder geben in meinem Leben. Wo bist du denn, Roddick? Du bist schon wieder in deinem Trader. Ja, wo bist Trader du? Du bist der Trader. Ja. Schon klar. Lass mal duellieren. Gibt's keinen Traitor-Raum, wollte ich nur mal so anmerken. Ich weiß. Aber ich sehe dich nicht und es ist für mich automatisch Traitor-Raum. Oh, so ein Zufall. Rico war ja innocent. Ja. Ach, nee. Der Rico war ja innocent. Danke für diese Wiederholung meiner Aussage. Danke für diese Wiederholung meiner Aussage. Ja, warum kannst du so weit springen? Weil ich ein Jetpack vom Detective bekommen habe. Ja. Würde ich jetzt auch behaupten. Jetzt gehen wir nicht auf den Sack, Roddick. Ja, hör auf mich zu schießen, Alter. Hab ich nicht. Ich hab auf den Traitor geschossen, aber dadurch, dass du der Traitor bist, hab ich auf dich geschossen. Hey, du Witzgold. Jetzt hör mal auf, so witzig zu sein. Ich hab doch extra alles zusammengefasst. Ja, alles so, das ist das Problem. Das ist ein Bummer! Ich war's. Hörste, ich war's. Du Baum, Alter! Raffel war gar nicht mehr. Oh doch, hi. Hallo. Schau mal hier! Der Sack. Ich hab dich nicht erstochen. Ich wollte in Disguise. Eigentlich wollte ich mir deine Identität aneignen, sehen, dass dich sehen lassen, dass ich das tue und dann damit weiterleben lassen. Aber so. Und dann kam irgendwie gegen die Tür auf. Jemand hat geschossen und du warst tot. Ich hab dich nicht mal getötet. Da steht aber, dass ich stepped wurde. Ja, bei meiner Leiche. F8, warte mal, steht das da? Wer dich gekillt hat? Cool, da steht sogar, dass Daniel in das Jetpack gekauft hat. In the world, kill jumping bugfish. Nee, es steht nicht. Also ich find's nicht in der Konsole, wer Rico getötet hat, aber ich hab Rico nicht getötet, damit kann ich leben. Ah, ja. Roddick ist Detective. Ja, deswegen, schön Roddick hinterher. Ja, ich hab's gesehen. Nee, da stehe ich nicht so drauf. Warum nicht? Du bist doch Detective. Einfach damit ich auch ein bisschen Action mal hab. Nein. Oh, ich hätte die Copyright Gun. Eine Copyright Gun? Ja, das Copyright. Ich schieße jetzt alle 10 Sekunden so eine Säge. Ist mir egal, du kriegst einen Kameraabzug. Komm, zieh dein Karma an. 6, 5, 4. Ich will doch keinen Kameraabzug riskieren. Aua. Daniel hat es überlebt sogar. Warum ist denn der fast tot, der Mensch? Weil der mich abgeschossen hat mit Copyright. Nein, das ist nicht Copyright. Das ist nicht Copyright, das ist nicht Rasier. Das klingt aber Copyright. Warum guckst du denn eigentlich so komisch, Professor? Daniel, du bist der Professor. Das ist eine gute Frage. Was ist denn das jetzt in der Aktion? What?